Ich grüße euch hier aus Hamburg von der Elbe. Während ich diesen Clip drehe, herrscht leider noch Schonzeit. Aber ich glaube, jetzt, wenn der Clip läuft, dann ist in den meisten Bundesländern der Raubfisch schon offen. Für all diejenigen, die in dieser Saison sich ein bisschen mehr aufs Barsch- und Zanderangeln konzentrieren wollen oder die sagen, ich brauche mal eine neue Route, haben wir hier aus dem Hause Abu Garcia die Spike X Tech Rig Route. Sie kommt in einem farblich zum Blank gehaltenen grünen Stofffutteral. Und hier haben wir schon das gute Stück in 2,28 Meter Länge mit einem Gewurfgewicht von 3 bis 14 Gramm. Es gibt noch eine zweite Variante, die mit 2,59 Meter in der Länge und hat ein paar Gramm mehr Wurfgewicht, nämlich 3 bis 18. Entwickelt und getestet wurde die Route von Europas besten Barsch- und Zanderanglern. Ich sag mal, da ist so viel Wissen drin, da fängt man die Fische doch schon fast von alleine. Die Route ist in erster Linie gemacht für sämtliche Finesse-Methoden. Dann gucken wir uns die Route mal ein bisschen genauer an. Also der Blank wird mit der Nanotechnologie hergestellt und ist echt sensibel und feinfühlig. Steigt der Traumzander ein, habt ihr mit der Route eine Versicherung im Blank, um den auch rauszukriegen, denn der bietet dem Fisch ordentlich Paroli. Jetzt gucken wir uns mal die Route von unten an. Wir haben hier ein, würde mal sagen, in erster Linie Zanderrückenflosse, aber könnte natürlich vielleicht auch für den Arsch sein. Der zweigeteilte Rutengriff besteht hier unten aus EVA, genauso wie hier oben, wo wir per Schraubgewinde die Rolle festsetzen. Wir sehen hier, der Blank guckt beim Rollenhalter durch. Das ist gewollt. Wenn wir die Rute in der Hand haben mit der Rolle, können wir immer noch mit dem Finger den Blank fühlen und spüren dadurch vielleicht vorsichtige Bisse, die wir dann gleich mit einem Anhieb quittieren können. Finde ich gut, fehlt nicht, nämlich die Hakenöse. Leider immer noch nicht bei allen Spinnrouten der Fall, aber hier haben wir eine, wo wir die schon sehen, sehen wir auch gleich die wirklich sauberen Wicklungen. Die ziehen sich komplett über die ganze Route durch. Ob das jetzt die Ringwicklung oder die Zierwicklung hier an der Steckverbindung oder bei der Hakenöse sind, keine Lacknasen, keine Fäden, die rausziehen, das passt alles gut zusammen. Und man merkt gleich, schön leicht, der Blank im oberen Bereich sehr sensibel, die Spitze, aber dann auch doch relativ kräftig für so eine Route. Damit können wir ein bisschen was aus dem Wasser zehren. Auf dem, ja, ich sag mal, so ein Metallic Grün, würde ich sagen. Und hier in der Sonne glitzert es dann auch so ein bisschen, wenn man es dreht, lila. Ich hoffe, ich bin nicht farbenblind, aber ich würde sagen, das ist so eine Mischung zwischen Grün, Metallic und dann in der Sonne lila. Sieht sehr edel und schick aus. Mein Geschmack trifft es auf jeden Fall. Auf dem Blank verbaut sind 9 Anti-Tangle Seaguide XOG Ringe. Der Teil vom Namen der Route Tech Rig bedeutet, dass sie ausgelegt ist für die verschiedenen Finesse-Methoden. Und wir haben hier an der Elbe und an vielen anderen Fließgewässern kleine Häfen, die hier vom Hauptstrom abgehen. Da ist natürlich deutlich weniger Strömung, wenn überhaupt. Und da können wir auch mit der feinen Route und kleinen Gewichten, zum Beispiel beim Carolina Rig oder Texas Rig oder auch Dropshot, beliebte Montage hier unter den Stegen oder an den Pfeilern, die Stachelritter zu überlisten, sehr gut fischen. Also, falls ihr auf der Suche nach einer neuen Barsch- und Zanderroute seid, schaut euch die doch einfach mal an. Und übrigens, bei uns auf dem Anglerboard haben wir ja auch die Teamangler. Und die zeigen, was sie zum Teil schon mit den Routen gefangen haben oder geben auch mal einen Praxistipp, gerade jetzt, was die Köder-Range auch angeht. Da kommen ja auch immer wieder neue Sachen an den Start. Findet ihr bei uns auf dem Anglerboard auf der Catchmore-Fisch-Seite. Und das Ganze natürlich kostenlos. Ansonsten wünsche ich euch viel Petri Hall jetzt zu Beginn der neuen Raubfischsaison. Bleibt gesund und fangt was.